Hallo zusammen. Ja, heute möchte ich über eine Sendung gestern Abend im ZDF sprechen, über die ich mich richtig aufgeregt, zum Teil aber auch belustigt habe. Und zwar ging es um das Thema Kreuzfahrten, besser gesagt im Konkreten um AIDA Cruises. Und der Aufmacher war so ein bisschen Insider decken auf, Tricks quasi, wie AIDA so gesehen die Gäste ja quasi abzockt, mehr oder minder. Und da habe ich schon gedacht, okay. Als ich das gelesen habe, ich bin ja nun jemand, der sehr gerne sämtliche Dokus, Sendungen, alles, was es so zum Thema Kreuzfahrten, Urlaube und so weiter gibt, anschaut. Einmal, weil ich natürlich selber voll der Kreuzfahrt-Fan bin und viele Kreuzfahrten gemacht habe schon. Und zum anderen natürlich auch dadurch, durch unsere Tätigkeiten in der mobilen Reisevermittlung, da ist es immer ganz gut, wenn man sich sowas angeschaut hat. Manchmal lernt man ja selber auch noch was Neues. Und manchmal kam es auch schon vor, dann war irgendeine spezielle Sendung und dann war mal eine Kundenanfrage und so, war das wirklich? Ich habe da was gesehen. So, und dann ist es halt immer ganz gut, wenn man es gesehen hat und ich hatte es gelesen und habe gedacht, kommt ja eh niemand Ordentliches, gucken wir mal. Jetzt ist es so, dadurch, dass ich relativ viel solche Sachen gucke, weiß ich auch, dass viele dieser Sachen ja eher mittelmäßig sind. Oft endet es einfach nur in simplem Kreuzfahrtbashing. Und von daher sind die Erwartungen dann auch immer nicht ganz so groß. Allerdings habe ich dann halt gesagt, okay, das ist ja nun ein öffentlich-rechtlicher Sender, der ist ja eigentlich seriös, beziehungsweise möchte er so rüberkommen, ob er das am Ende ist. Das muss eh jeder selber entscheiden und da gibt es ja noch ganz andere Dinge und das gehört jetzt aber hier nicht in. Aber ihr wisst, was ich meine. Er möchte seriös auf jeden Fall zumindest rüberkommen. Und wenn man dort was sieht, dann ist es in der Regel nicht so, dass es jetzt zum Beispiel wie bei RTL oder so ist, dass das dann sehr reißerisch ist mit wer weiß was für Bildern und so weiter. Das ist ja eigentlich beim ZDF dann eher, ja, soll ich spießig nennen, seriös eben aufgemacht. So zumindest soll man das immer denken. Und so kenne ich es auch meistens. Ich gucke jetzt nicht so oft ZDF, muss ich gestehen. Ja, egal. Aber das war es auf keinen Fall. Und genau da möchte ich einfach einige Sachen jetzt mal zu loswerden, weil da war so viel, ja, nicht unbedingt falsch, was die Informationen an sich betraf drin, aber es war falsch dargestellt und absolut, da hat man wirklich absolut AIDA in eine ganz falsche Ecke gedrängt. Und ich bin wahrlich nicht das, was man einen AIDA-Fangirl, Fanfrau, Fan-Kreischi, was auch immer nennt, wie man das manchmal so schön macht, weil die ja teilweise sehr, sehr extrem ihre Reederei verteidigen, was ja auch irgendwo schön ist, wenn man zufrieden ist. Sondern ich bin ja, wie viele wissen, eher der bekennende Royal Caribbean-Fan im Privaten. Wir reisen auch fast nur mit Royal Caribbean, zumindest in unseren privaten Reisen. Aber natürlich kennen wir auch AIDA, waren selber schon an Bord. So, und das, was da gemacht wurde oder wie die Reportage AIDA darstellt, das ist einfach unverschämt und das wird der Reederei in keinster Weise gerecht und ich finde, da gehört einfach mal ein paar Takte zu sagen. Ja, und genau das mache ich jetzt. Ich verlinke die Reportage unten oder diese Sendung unten dann auch nochmal in die Infobox, denn ich kenne mich mit diesen ganzen Sachen, wie das rechtlich ist, dass ich da Schnipsel einbaue oder so, so wie man das von diesen typischen Reaction-Videos und sowas kennt. Da kenne ich mich einfach nicht aus und möchte mich da nicht in die Nesseln setzen, also blende ich da nichts ein. Wer aber sehen will, wie das aussieht über das, was ich erzähle, der kann das dann sehen. Mach's da rein von der Mediathek von ZDF. Ja, und zwar ging das im Prinzip schon mit der sehr denkwürdigen Aufmachung der Leute los. Also es waren ja Insider, die da wirklich Insider-Wissen auspacken wollten oder darüber erzählen und Verbraucher quasi aufklären. So, und diese wollten aber nicht erkannt werden oder vielleicht sollten sie nicht, vielleicht war es diese Maskerade, die da stattfand, die sehr merkwürdig war, auch ein Konzept dieser Sendung gewesen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, die sollten oder wollten nicht erkannt werden. Und anstatt, dass man das so macht, wie man das so kennen würde aus normalen Sendungen, dass man dann die Leute hinter eine Schattenwand setzt, die Stimme ein bisschen verzerrt oder die nur von hinten zeigt oder verpixelt, da gibt es ja so drei, vier verschiedene Arten. Nein, da hat man die richtig schön verkleidet, so mit Bart, Perücke, alles so ein Kram. Aber nicht so, dass man sagen konnte, es hätte besonders natürlich ausgesehen, man hätte da halt eine Wandlung gemacht, sondern wirklich, also zumindest für mich sah es sehr, sehr verkleidet aus. Es gibt ja diese Sendung Undercover Boss, die läuft ja bei RTL. Wer die mal gesehen hat, da wird das ja mit Firmenchefs gemacht, die dann in den Arbeitsalltag wollen, unerkannt. Und da ist es dann wirklich so, dass die so einen kompletten Typwandel unterzogen werden. Aber das da, das war einfach albern. So.
Nun wäre das vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen, aber man hätte gesagt, ja gut, ob man es nun machen muss, bei so einem seriösen Sender halt wie ZDF, lasse ich dahingestellt, aber es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn der Rest denn gestimmt hätte. Aber das war ja mitnichten der Fall. Ich weiß ja nicht, vielleicht hänge ich mich da auch zu sehr dran auf, aber wenn es eine Sendung geben soll, in der man Verbraucher über gewisse Dinge aufklären möchte, indem man schon groß prahlt, dass man Tricks verrät, dass man also quasi ja ein bisschen tiefer in diese Materie eintaucht, als der normale Verbraucher oder Zuschauer das machen würde, weil ne, wenn was aufgedeckt wird oder so, gehe ich da ja von aus. Dann sollte man aber zumindest mit diesem Thema auch vertraut sein. Und dazu gehört für mich persönlich zumindest, dass ich gewisse Begrifflichkeiten auch benutze, die dazugehören. So, im konkreten Falle, es wurde ständig von Zimmern gesprochen. Und das stört mich sowieso schon, weil ich kriege da immer, sobald jemand in Bezug auf Kreuzfahrt von Zimmer redet oder auch von Etage statt Decks, dann denke ich mal, ha. So, nun ist es aber natürlich was anderes, ob ich mich mit jemandem unterhalte, der sonst mit Kreuzfahrt nicht viel am Hut hat und dann halt Zimmer sagt, weil das vom Hotel so gewohnt ist. Oder jetzt ein Kunde das erste Mal Kreuzfahrt machen will und sagt, ja, welches Zimmer würden Sie mir auf dem Schiff empfehlen oder so. Das ist alles völlig in Ordnung, weil von solchen Leuten muss man es nicht erwarten. Ich weiß auch nicht alle Begrifflichkeiten von irgendwelchen anderen Berufen oder Bereichen. Aber wenn so eine Fernsehsendung gemacht wird, dann bitte verlange ich aber, dass es da ordnungsgemäß betitelt wird, sprich Kabinen, Decks und so weiter. Das war dann schon das Zweite, wo ich gedacht habe, so, und dann natürlich der Inhalt selber. Also Leute, ganz ehrlich, was die mir da als wir decken auf die Tricks und Insider-Wissen von ehemaligen AIDA-Mitarbeitern, die da so verkleidet dann ihr Bestes oder was zum Besten gab. Das war dann der Moment, wo ich fast lachend vom Sofa fallen musste, weil ich gedacht habe, okay, selbst wenn ich mich an sich nicht noch nie mit Kreuzfahrten befasst habe und möchte vielleicht eine machen, dann sind das keine Dinge, die ich nicht auch selber, ohne dass das ZDF das so auf oder reißerisch mir mitteilt, finden könnte, weil das nichts an Tricks ist in dem Sinne, sondern das meiste, was nachher zur Sprache kam, kann ich ganz normal auf der Seite von AIDA Cruises nachlesen. Mit ein bisschen Recherche im Netz finde ich da ganz viele Infos zu, auch mit Sicherheit bessere Infos als das, was da gestern abging. Und wenn ich selber keine Zeit oder keine Lust habe, diese Infos zu suchen, dann gehe ich halt in ein Reisebüro oder zu Reisevermittlern, wie uns, die also mobil tätig sind. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele in ganz Deutschland von. Und sage denen, Leute, ich habe da einiges an Fragen oder mir ist das nicht klar, aber ich habe keine Lust, die ganze Homepage durchzusuchen. Wie ist das? So. Dann kann man das alles in Erfahrung bringen, ohne dass ich da jemanden maskiertes, hätte ich was gesagt, verkleidetes brauche, der so tut, als wäre das ganz was Außergewöhnliches, was jetzt nur dank der intensiven Recherche von ZDF ans Tageslicht gekommen ist. Ja, und was das so für Sachen sind, da möchte ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Ja, also bestimmt vergesse ich auch ein paar Themen, die da gestern angerissen wurden, aber so das, was mir wirklich am gängigsten war. Also zum einen mal, dass man dann so Dinge sagte, die vielleicht nicht unbedingt offensichtlich irgendwo zu lesen sind, aber auf die man kommt, wenn man bis drei zählen kann, beziehungsweise die für den Kunden eigentlich total irrelevant sind. Da kamen dann so Sachen wie, und das muss man wissen, die Routen bei AIDA, die sind nicht zufällig, einfach so. Die sind strategisch geplant und so weiter. Ja, das ist natürlich logisch, weil Routenplanung und so weiter, das muss ja gemacht werden und ein Unternehmen arbeitet immer strategisch in allen Bereichen. Natürlich musst du eine gewisse Strategie haben, sonst, jetzt bin ich hier dran gestoßen, sonst wirst du nichts. Und dass man gucken muss und dass eine Reederei dann natürlich schaut, wo ist es jetzt am besten hinzukommen. Man muss ja auch gucken, sind noch Liegeplätze frei, wie sind die Liegegebühren, das wird kalkuliert. Das sollte also jedem klar sein. Außerdem ist es ja nichts, was für den Kunden in dem Sinne relevant ist. Ja, für mich ist nicht relevant, wie AIDA zu dieser Route kam und warum die mir da angeboten wird, sondern für mich ist relevant, ist das eine Route, die mir zusagt von den Häfen her, passt dort der Preis und passt die Reisezeit. Wenn ja, dann gut, dann buche ich es unter Umständen, wenn nicht, dann weg. Und dann ist es mir dabei auch völlig egal, was sich AIDA dabei gedacht hat oder nicht, weil für mich muss es passen. So. Das waren dann so Sachen, gut, kann man auch sagen, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, es weiß vielleicht nicht jeder, wobei, wie gesagt, also ich glaube, wer einigermaßen bis drei zählen kann, wird das wissen und das wird wahrscheinlich nur nicht so interessant sein. Dann aber mal zu den Sachen,
die dann vielleicht schon interessant wären, wenn sie denn so der Tatsache entsprechen würden, wie man das da dargestellt hat. Anders gesagt, es entspricht schon der Tatsache, aber so negativ in dem Licht, wie man das da rücken wollte, beziehungsweise diesen Zusammenhang, das will ich hier mal auch an einem Beispiel widerlegen, und zwar aus einem persönlichen Beispiel. Und zwar geht es da um die Seetage. Da wurde dann auch gesagt, ja, und Seetage, die baut man ganz bewusst ein, weil damit sollen die Kunden, beziehungsweise Passagiere in dem Fall sind es dann schon, sollen dazu animiert werden, möglichst viel Geld auf dem Schiff zu lassen, indem sie dann Zusatzleistungen buchen, Wellness, spezielle Getränke, wenn man nicht eh ein Getränkepaket hat oder sonstiges, was es da alles so gibt. Gibt ja je nach Schiff verschiedene Angebote. Ja, natürlich möchte AIDA, dass man da noch mal ein bisschen mehr Geld lässt als das, was man eh schon gelassen hat bei der Reisebuchung. Das ist, glaube ich, für niemanden Geheimnis, das ist legitim und das ist nicht nur etwas, was AIDA will, das will TUI Cruises, das will Royal Caribbean, das möchte NCL, das möchten sämtliche Hotels, die man so findet. Freizeitparks, ne, wenn man da den Eintritt bezahlt hat, möchten die trotzdem an jeder Ecke versuchen, die, dass du möglichst noch ein Souvenir kaufst, ein Eis, was weiß ich. Also das Normalste der Welt und da brauche ich keinen verkleideten ZDF-Mitarbeiter oder beziehungsweise dann in dem Fall war es ein AIDA-Mitarbeiter oder ein ehemaliger, der mir das da sagt. Das weiß ich von selber. So, dann ist es aber ja auch so, zum einen, Seetage sind für viele aber trotzdem wichtig und sind toll. Das heißt, würde AIDA die Seetage komplett streichen, würde es vielleicht genauso viele Gäste geben, die sagen, oh nö, ohne Seetag, bin ich doof. Also ich bin selber auch jemand, ich möchte auch Seetage dazwischen haben. Von daher ist das sowieso eine Geschmackssache und egal, was AIDA da macht und aus welchem Grund, ist es wieder genauso, der Kunde überlegt sich das. So, es gibt durchaus auch Mittelmeerkreuzfahrten, wo man überhaupt keinen Seetag hat. Das haben wir auch schon gehabt. Ob jetzt bei AIDA, da müsste ich jetzt, die Routen habe ich natürlich nicht alle im Kopf, aber andere Reedereien. So, und anderes hat man dann mal wieder 2, 3, 4 Seetage irgendwie. Sowieso, wenn man über den Atlantik will, geht es gar nicht anders. So, dann aber diese Sache. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn man einen kompletten Tag an Bord ist und überhaupt nirgendwo runter kann und man dann da so sitzt und denkt, ja, was mache ich jetzt, dass man vielleicht sagt, so, ach, ich gönne mir jetzt eine Massage, eine Kosmetikbehandlung oder ich mache nochmal einen kostenpflichtigen Sportkurs mit oder irgendwas. Die Chance ist natürlich da. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber jetzt mal ehrlich, ich habe aber auch zig Möglichkeiten, ohne irgendeinen Zusatzcent zu bezahlen, auf dem Schiff was zu machen. Ich habe genügend inkludierte Speisen, ich habe auch teils inkludierte Getränke, gerade bei AIDA ja auch zu den Tischzeiten, die Tischweine mit drin, Bier, was man da trinken kann. So, also selbst wenn ich kein Getränkepaket habe, kann ich zumindest zu den Essenszeiten da noch, mir auch schön noch mit den Weinchen trinken oder was auch immer. Essen sowieso en masse genug da, nachmittags gibt es da Kaffee und Kuchen, gut, den Kaffee musst du halt extra bezahlen, oder wenn du hier Latte Macchiato und so willst, wenn du nicht gerade entsprechendes Paket hast, aber an sich, ne, das sind alles so Sachen, das kriege ich alles quasi nicht umsonst, sondern aber schon bezahlt, ja, das ist schon abgegolten durch meinen Reisepreis. Ich kann im Pool schwimmen, ich kann mich sonnen, ich kann irgendwelche Spiele mitmachen, die da angeboten werden. Das ist meist, ist ja fast alles kostenfrei, bis auf gewisse Sachen, die man dann nochmal zusätzlich buchen kann. Wenn ich aber an Land gehe, dann bin ich als Gast, als Passagier eher dazu verpflichtet, in Anführungsstrichen, Geld auszugeben. Denn es sei denn, ich mag Hunger und Dursten. Wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel an Land unterwegs bin, dann nützt es mir nichts, dass ich das Essen auf dem Schiff bezahlt habe und ich da inklusive essen könnte, sondern dann habe ich dann Hunger und dann suche ich mir ein schönes kleines Lokal oder wenn es auch eine Bäckerei ist oder ein Café, wo ich mir was nehme. Ich gehe vielleicht auch in den einen oder anderen Supermarkt und sage, ne, ich kaufe mir da Wasser, ich kaufe mir da vielleicht ein Sandwich to go, um mich irgendwo an einen schönen Strand zu setzen, whatever. So, also wir selber geben definitiv an Land mehr Geld aus als auf dem Schiff, weil wir nutzen wenig Zusatzangebote auf dem Schiff, weil das meist für uns nicht nötig ist und das meiste, was angeboten wird, nicht so das ist, wo wir sagen, oh, das möchten wir unbedingt. So, und das entscheidet doch jeder selber. Es kam da aber wieder so rüber, als ob man die Seetage macht, um die Kunden abzuzocken, dass AIDA sagt, wir möchten die Chance nutzen, dass am Seetag noch ein bisschen mehr Geld hier auf dem Schiff bleibt, ist doch völlig legitim. Dafür schaffen sie ja auch das Angebot. Das muss ja auch irgendwo von bezahlt werden. So, und was man da wieder rausgemacht hat gestern, also das war absonderlich. Das war einfach nur,
zum Aufregen. Und eben diese Tatsache, dass halt, okay, es ging da um AIDA, aber es wäre eine bessere Sendung gewesen, wenn man einfach so generell die Kreuzfahrtbranche in diesem Sinne genommen hätte und wenn man das, wie gesagt, nicht nur auf AIDA bezogen hat, weil das ist überall so. Und selbst bei TUI, wo man ja immer diese schöne All-Inclusive wirbt, beziehungsweise immer alle sagen, oh, da haben wir aber alle schon drin. Nein, auch da gibt es Dinge, die man noch extra zahlen kann, zahlen muss, wie auch immer man das definieren möchte. Und dann hatte man ständig das Gefühl, das ZDF meint, wir sitzen da oder da sitzen nur unmündige Kinder vorm Fernseher, die man, die irgendwie, oder unmündige Bürger in dem Falle, die man, wenn man die auf eine Kreuzfahrt schickt, die sich in den finanziellen Ruin begeben, wenn man denen nicht erzählt, worauf sie unbedingt achten müssten und was eine ganz große Gefahr auf dem Schiff wäre. Und zwar war die Rede dann quasi mehr oder minder von der Bordkarte, Seapass-Card, wie auch immer, je nachdem, ob ihr amerikanisch, international unterwegs seid, wie auch immer. Es ist die Karte quasi, mit der ihr eure Kabine öffnen könnt, Kabinentür öffnen könnt, die Karte, mit der ihr auf Schiff geht und wieder runter zum Landgang und so, ohne die geht nichts. So, und die ist halt das Zahlungsmittel an Bord. An Bord wird halt nicht mit Bargeld gezahlt, auch das weiß man im Vorfeld in der Regel, das steht auch nachzulesen. So, und da wurde dann wirklich so gesagt, ja, ne, und die Karte, die zückt man dann einfach und man kauft unendlich quasi, weil das nicht so eine Karte ist, wo jetzt irgendein bestimmter Betrag drauf gebucht wird, sondern ihr bezahlt damit, dann wird das alles auf euer Bordkonto gebucht und dann kommt das große Erwachen. Ja, da kann ich nur sagen, sorry, was denkt ihr denn von uns Leuten? Beziehungsweise, ja, es gibt mit Sicherheit so Leute, es gibt so wie sie auch im normalen Leben gibt, die jeden Tag ihre Kreditkarte zücken, ohne überhaupt noch einen Überblick zu haben. Aber das ist dann sicher keine Abzocke oder kein Trick oder ähnliches von AIDA. Das ist doch kein Trick von der Kreuzfahrtbranche, dass man sagt, oh, mit diesem mit dieser Möglichkeit geben die Leute mehr Geld aus. Mag dahinter stecken, will ich gar nicht in Abrede stellen, dass die sagen, okay, so eine Karte ist schneller gezückt als das Bargeld, das wissen wir ja auch, wenn wir die Karte zücken, ne? So, aber das ist seit x Jahren so und das hat mit Sicherheit auch noch andere Gründe, nämlich einfach, dass es einfach logistisch besser zu handhaben ist, ne? Dass man nicht mit Bargeld bezahlt auf dem Schiff. Für mich als Passagier hat es, finde ich, auch Vorteile, weil ich möchte nicht ständig mit meinem Bargeld rumrennen, wenn ich das da verliere oder so. Also von daher völlig auch da wieder aus dem Kontext gerissen, beziehungsweise völlig falsch dargestellt. Zum anderen ist es einfach so, ich kann jederzeit den Überblick. Ich kann jederzeit einfach auf meine Kabine gehen, schalte den Fernseher an und habe da das spezielle Programm, wo ich meine ganzen Sachen abrufen kann. Da sehe ich ganz genau, was habe ich wo, an welcher Bar, in welchem Shop eingekauft, welchen Betrag, das kann ich da alles sehen, jeden Abend, jeden Tag eigentlich, beziehungsweise es ist eigentlich direkt verbucht, wenn ihr da was bezahlt, dann könnt ihr das schauen. Gibt auch welche, da kann man sich Apps runterladen, also Schiffs-Apps, beziehungsweise eben von der Reederei für die Kreuzfahrt, und da kann man es dann auch teilweise sehen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob AIDA das jetzt hat, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken. So, aber selbst wenn nicht, der Bord-TV hat es auf jeden Fall, das wissen wir aus eigener Erfahrung, so. Also von daher, das ist nicht so, dass ihr den Überblick verliert. Und es ist ja auch nicht so, dass ihr einfach die Karte zückt und nicht wisst, was ihr da gerade für einen Betrag zahlen müsst, sondern ihr könnt den Betrag ja vorher sehen. Sagen wir mal, ihr habt kein Getränkepaket und sagt, ich möchte lieber an Bord nur das bezahlen, was ich dann auch wirklich trinke. So, dann geht ihr dahin, ihr schaut in die Karte, sucht euch einen Cocktail, ein Getränk aus und da steht ja hinter, was der kostet. Das heißt, wenn ich zwei Pina Colada bestelle, dann weiß ich, jetzt zahle ich 14 Euro oder was auch immer die jetzt kosten mittlerweile. So, weiß das, ich sehe das, steht in der Karte drin, wie im Restaurant auch, gebe ich die Karte ab und weiß, okay, jetzt habe ich gerade wieder 14, 15, 16, 17, 20 Euro, was auch immer, ausgegeben. Gleiches in den Shops. Es ist ja nicht so, dass ihr da reingeht, euch das T-Shirt dann nimmt und dann an der Kasse nicht wisst, was ihr bezahlt. Die sagen euch ja den Betrag auch und ihr zahlt das gegen und so. Also das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, Leute, sowas vielleicht bei RTL oder sonst so eine reißerischen Sender, ja, das hätte gepasst, aber das ZDF, die ja immer ach so seriös und ach so mit Bildungsauftrag und so daherkommen möchten, war das einfach absoluter Käse, der da lief, um es mal deutlich auszudrücken. Entsprechend waren auch die Reaktionen in den sozialen Medien, also unter den Artikeln und auch in Gruppen, wo es diskutiert wurde und so weiter. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass das alles irgendwelche Kreuzfahrt- oder AIDA-Fans sind. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich privat eher die Royal Caribbean-Fans und trotzdem muss ich AIDA da ganz, ganz arg verteidigen,
weil das eben eine Sache ist, die man überall findet und auch nicht nur auf Kreuzfahrten. Und wer da wirklich sich am Ende abgezockt fühlt, da kann ich nur sagen, der hat sich einfach nicht vernünftig informiert und fertig. Solange das alles transparent ist, was es kostet, kann man nicht von Abzocke sprechen. So, finde ich jedenfalls. Und das sind so Sachen, wo ich sage, es geht eigentlich gar nicht, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender so gegen ein Unternehmen da ja ja, wirklich so negative Sachen raushaut. Ja, der Umweltaspekt kam dann auch noch natürlich zur Sprache. Nun muss man nicht drum herum reden. Das mache ich auch nie. Ich sage immer, natürlich gibt es andere Urlaubsformen, die viel umweltschonender sind. Aber die Kreuzfahrt tut halt einiges. Mit Sicherheit geht da immer noch mehr. Dort wurde dann wieder darauf hingewiesen, dass auch LNG ja nicht gut ist. Dabei, ne, solche Sachen dann wieder, da wurde da dann wieder drauf rumgehackt, obwohl erst hieß es ja, das ist was Tolles, jetzt ist es ja wieder nicht mehr toll und dann sagen die anderen, das hat man schon immer gesagt, aber das andere ist auch nicht und so weiter. Letztendlich kann man es drehen und wenden, wie man will. Alles, was irgendwo Spaß bringt, ist auch schlecht für die Umwelt. Man kann versuchen zu optimieren, aber es sind halt auch Arbeitsplätze und das alles. Also das kann man ja auch nicht leugnen. Und von daher, ja, war das halt wieder so, dass man dann AIDA auch unterstellte, sie betreiben Greenwashing, weil sie diesen, wie heißt denn dieser, dieses Umwelt, dieser blaue Engel, genau so heißt er, blaue Engel drauf haben, und Green Cruising. Das haben sie ja nicht auf all ihren Schiffen stehen, weil da fing das dann schon wieder an, so, ja, die haben ja nicht alle Schiffe in der Flotte, können mit LNG betrieben werden und man kann ja auch die LNG-Schiffe noch anders betreiben und das ist ja. Er hat AIDA auch nirgendwo behauptet, dass sie auf allen Schiffen so fahren können oder dass sie ständig mit dem LNG fahren. Im Gegenteil, sie haben ja auch ganz offen kommuniziert, dass sie jetzt eine Zeit lang auch wieder nicht mehr das LNG genutzt haben. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Da kann man jetzt kritisieren oder was auch immer. Aber es stimmt einfach nicht, dass das insofern dann einfach, dass die damit werben, mehr oder minder, und die Leute gar nicht wissen, dass sie dann nicht mit LNG fahren oder dauerhaft mit LNG fahren. Auch das weiß ein Kunde, wenn er sich dafür entscheidet. So, weil es steht nirgendwo, dass das Schiff jetzt dauerhaft mit LNG betrieben wird oder sowas. Nein, das steht nirgends und es steht auch nicht auf den anderen Schiffen, haben die auch nicht hier Green Cruising oder den Engel drauf. So, also, das sind alles so Sachen. Dieser Beitrag, der war so negativ, so einseitig. Es wurde einfach nicht das Für und Wider oder die verschiedenen Seiten beleuchtet, sondern nur das Ganze ins Negative gezogen und dann auch noch teilweise wirklich so mehr oder minder falsch. Gleiches war dann natürlich wieder mit der Bezahlung der Mitarbeiter. Ja, jeder weiß, dass Kreuzfahrtmitarbeiter oder ist die Crew, besonders so in den Bereichen Wäscherei, Hotellerie, die ganzen Barkeeper und so, dass die jetzt nicht, wer weiß, was verdienen und dass die wirklich, wirklich unter, ja, nicht besonders tollen Arbeitsbedingungen, wenn man das aus unserer Sicht sieht, arbeiten. Aber was leider nicht beleuchtet wurde, ich finde sie leider nicht mehr wieder. Es ist auch schon ein paar Jahre her und ich meine, es war bei NTV, vielleicht war es auch bei N24, ich weiß es wirklich nicht mehr. Eine Reportage gesehen, die auch teils kritisch gemacht hat, so wie, das war wirklich mal was Sinnvolles. Es waren kritische Punkte bei, aber diese kritischen Punkte, dem wurden aber auch. Da wurde auch die zweite Seite dieser kritischen Punkte beleuchtet. Und da war zum Beispiel bei dieser Sache mit der schlechten Bezahlung, hat man dann auch ganz klar gesagt, so was ich auch immer dazu sage, man muss aber auch bedenken, dass die Bezahlung für diese Leute, die in ihrem Heimatland damit ihre Familie ernähren oder sich auch was aufbauen, einen ganz anderen Stellenwert hat als für uns, weil man dort viel, viel weniger verdient und auch die Lebensunterhaltskosten ganz anders sind. So, und da hatten die dann ein Crewmitglied interviewt und der hat auch gesagt, ja, das ist harte Arbeit, aber er möchte das 5 bis 6 Jahre jetzt durchziehen, weil dann hat er genug Geld, um sich ganz sorgenlos in seiner Heimat den Traum vom eigenen Restaurant zu erfüllen. So, es wird also niemand gezwungen und das ist die zweite Seite daran, der entscheidet sich ganz bewusst und sagt, ich verdiene dort sehr gutes Geld für meine Verhältnisse oder zumindest für das, was es in meinem Heimatland bedeutet. Ich ziehe da jetzt mal ein paar Jahre durch und bin dann in meinem Land ein gemachter Mann, wo die anderen bei uns Krücken tun und machen und nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren und das ihr Leben lang. So, und wenn ich überlege,
für welchen Lohn ich auch schon teils arbeiten musste, in Phasen, wo ich dann arbeitslos war oder so, wo man sich dann einfach Jobs geholt hat. Und wenn ich gucke, was hier so der Mindestlohn dann ist, wie aber im Gegensatz zum Mindestlohn die Lebensunterhaltskosten sind, dann will ich mal behaupten, dass jemand, der hier zum Mindestlohn, der ja wesentlich höher ist als das, was diese Crewmitglieder auf dem Schiff da bekommen, arbeitet, dass der nicht sagen kann, ich mache das jetzt 5, 6 Jahre und dann bin ich hier ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau und mache mein eigenes Business auf oder baue mir mein eigenes Häuschen oder was auch immer. Da gehe ich jede Wette. Und das ist nämlich das, was mich immer bei diesen Sachen stört. Es wird immer nur die eine Seite der Medaille gesehen und alle schlecht geredet. Es gibt genug Crewmitglieder, die ihren Job trotzdem lieben, die das gerne machen, die immer wieder Verträge haben. Bei Royal Caribbean haben wir schon mit Leuten gesprochen, die sind seit 20 Jahren im Unternehmen. Das sind alles so Sachen. Und die erzählen damit voller Stolz, auf welchen Schiffen von dem Unternehmen sie schon überall waren, was sie gesehen haben. Und ja, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, das ist alles ganz schlimm für mich und das mache ich jetzt nur, weil ich gar nicht anders arbeiten kann, weil ich es brauche, so wie hier auch manche Leute irgendwo in Betrieben gehen, wo du ausgenutzt wirst, weil du es machen musst. Aber es gibt eben auch genug andere Seiten und das sollte man immer, finde ich, bedenken und eben auch, wie es bei uns im Lande ist, ne? Frag mal eine Pflegekraft. Ich habe zwei Pflegekräfte in der Familie. Was die so manchmal erzählen, dann muss 12 Tage am Stück halt mal durchgehen. Arbeitet werden. Oder man ist morgens in der Frühschicht gewesen und muss abends nochmal in die Spät- oder Nachtschicht und morgens dann nochmal wieder in die Frühschicht, was arbeitsrechtlich gar nicht erlaubt ist. Es kommen immer alle mit, da sind keine ordentlichen Arbeitsbedingungen, weil das alles, die Schiffe fahren alle unter anderer Flagge und die haben nicht so einen Arbeitsschutz wie wir. Ja, hier in Deutschland hast du den Arbeitsschutz rein theoretisch, aber klag den mal ein. Ich habe das selber durch. Ich war im Recht, das hat mir mein Anwalt sogar gesagt. Aber mein Anwalt hat mir auch ganz klar gesagt, Recht haben und Recht bekommen sind hier zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn Sie sich auf diesen langen Rechtsstreit einlassen wollen und es ist noch nicht mal garantiert, dass Sie ihn am Ende gewinnen. So. Also von daher, über sowas sollten Leute, die das immer ankreiden, auch mal nachdenken und auch, ob es denn in Hotels, in den typischen Urlaubsländern so viel besser ist. Auch da habe ich kürzlich eine sehr interessante Reportage gesehen über die Türkei. Sehr aktuell von jetzt, weil es da dann auch so rumging. Natürlich alles und auch da muss man eben seine Preise zahlen. Ja, und die Mitarbeiter, die da leben, werden aber auch schlecht entlohnt und dadurch, dass die aber auch die hohen Lebenshaltungskosten haben, wie andere Leute da, kommen sie gar nicht über die Runden. So, und das ist bei den Kreuzfahrtmitarbeitern oder bei der Crew ja anders. Ne? Die können ja von ihrem Geld dann gut in der Heimat leben, beziehungsweise ihre Familie da versorgen. Ne? Also alles hat immer zwei Seiten und das kam in einem Bericht, der vom öffentlichen Fernsehen kommt, der durch unsere Zwangsgebühren, die wir zahlen müssen, finanziert wird. Absolut zu kurz. Es war ganz, ganz schrecklich. Ich weiß, ich habe jetzt ganz lange und viel gesabbelt, aber das lag mir jetzt vor der Seele. Und von daher, ich kann nur sagen, also das war mit Abstand eines der größten oder der schlechtesten Sendungen, die ich zu dem Thema gesehen habe, wenn ich das eben ins Verhältnis setze, dass man sagt, das ist von einem seriösen Sender. In diesem Sinne, vielleicht möchtet ihr es angucken. Wie gesagt, ich verlinke es. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders und habt es gesehen, aber mich hat das Ganze ziemlich aufgeregt. Ja, und von daher wollte ich das einfach mal so sagen. In diesem Sinne, sage ich Tschüss, bis zum Ende der nächsten Videos. Mal schauen, was dann das nächste Thema wird. Schauen wir mal.